Sieht, glaube ich, gut aus. Ja, Yay! sieht sehr gut aus. Ja, mal wieder der Donnerstagnachmittag. Sex and Spirit, the not too late night show. Mit Claudia Huber, links oder rechts, weiß ich nicht, wo sie jetzt, wo ihr sie seht. Ja. Die Sexpsychologin und Karin Klein, die Körpertherapeutin mit dem anderen Blick. Und heute sprechen wir über Seelenverwandtschaft. Seelenverwandtschaft, die das Märchen, die Mär vom einzig Richtigen, so haben wir es genannt. Und wir schauen uns heute mit euch mal drei Aspekte davon an, und zwar die spirituelle Sicht darauf. Die Frage, gibt es das denn überhaupt, so aus energetisch-spiritueller Sicht? Ist das etwas, was existiert? Und wenn ja, was ist das genau? Dann schauen wir uns an, womit man das so leicht verwechseln kann. Weil unser Gehirn macht uns leicht mal was vor und da wird dann Claudia einiges dazu sagen. Und dann schauen wir uns nochmal an, warum eben Claudia und ich denken, dass allein das Konzept zu verfolgen manchmal ganz schön gefährlich sein kann. Da steigen wir dann später auch noch drauf ein. So, ja, Seelenverwandtschaft, gibt es das überhaupt? Aus meiner spirituellen Praxis, aus meiner energetischen Praxis, ja, es gibt sowas. Und zwar gibt es sowas wie Seelenverabredungen. Also man hat es in einer anderen Inkarnation, insofern man das irgendwie, das Konzept irgendwie für sich erobern kann sozusagen, gibt es das, dass Seelen sich miteinander verabreden. Es ist aber nicht immer eine Verabredung für, oh, lass uns das Leben als Partner gemeinsam gestalten. Und lass uns gemeinsam mit Liebe, Sexualität und vielleicht Ehe, Institutionen, sonst was durchs Leben gehen, gemeinsam gestalten, sondern es ist tatsächlich eine Seelenverabredung. Und das kann, wie gesagt, aus meiner energetischen Praxis habe ich das ganz häufig, dass Paare zu mir kommen mit der Idee, ja, wir sind doch seelenverwandt. Und dann stelle ich fest, ja, es gibt andere Inkarnationen, aber es geht nicht darum, dass ihr in diesem Leben unbedingt ein Paar seid, weil ihr seid in einem anderen Leben zum Beispiel Lehrer und Schülerin oder Nachbarn oder Cousin, Cousine, Bruder, Schwester, was auch immer. Es gibt da tausend x verschiedene Möglichkeiten, einfach nur Freunde, was auch immer. Es gibt ja alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Und wenn man sich dann in diesem Leben trifft, dann hat man manchmal das Gefühl, diese Wiedererkennung würde bedeuten, ja, wir sind jetzt quasi für ein Leben in Liebe bestimmt. Und kleiner Schwenk aus meiner Geschichte an der Stelle. Ich war Anfang 20, als ich meinen zweiten Mann kennengelernt habe. Und es war eine Partysituation. Ich war in einer Traube von Menschen. Wir haben uns unterhalten. Und ich sehe am anderen Ende des Raumes diesen Mann und habe in meinem Kopf diesen Satz: Der sieht aus wie dein Bruder, mit dem musst du sprechen. Jetzt sieht Stefan gar nicht aus wie mein Bruder, also wie mein leiblicher Bruder, so überhaupt gar nicht. Aber dieser Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Der hat mich wie fremd gesteuert, dass ich quasi die Traube von Menschen, in der ich da gerade war, verlassen habe, mir irgendwas überlegt habe, wie ich diesen Kerl ansprechen kann. Natürlich den tollsten Spruch überhaupt gelassen habe. Und wir haben dann geheiratet, wir hatten ein paar sehr schöne Jahre und wir sind auch mein Bruder. Und fühlen uns tatsächlich eher wie, naja, wie Familie, wie Bruder und Schwester. Und tatsächlich ist es so, dass wir in einem anderen Leben tatsächlich genau das sind, Bruder und Schwester. Und das war eben dann im Nachhinein gesehen für mich auch diese Erkenntnis, ja, dieser Satz stimmte. Er sieht aus wie einer meiner Brüder in einer anderen Inkarnation. Und das war aber jetzt nicht unbedingt der Plan, dass wir heiraten und uns so zusammenfinden, aber das ist der Weg, den ich gegangen bin und den eben auch viele meiner und auch deiner, Claudia, Klienten halt gehen. Weil es ist so leicht, dass man es verwechselt. Und man verwechselt es mit. Na, man verwechselt es mit der einzig wahren Liebe. Und das ist ganz klar. Also, ich bin jetzt mal so ein bisschen, ich erkläre mal so ein bisschen, wie verliebt sein geht, weil Liebe ist noch mehr als das, was verliebt sein ist. Und da ist die Forschung tatsächlich noch nicht sonderlich viel weiter. Aber das Verliebtsein ist eine Reaktion unseres Gehirns aufeinander. Und zwar eine biochemische, also mehr oder weniger nur so ein biochemischer Prozess. Und das Schwierige daran ist, dass hauptsächlich Dopamin dabei ausgeschüttet wird. So, was macht das Dopamin in uns? Das Dopamin ist wirklich dazu da, uns
zu aktivieren. Das ist halt, das macht so dieses Aufregungsgefühl, das macht dieses Glücksgefühl. Und deswegen finden wir das auch so total toll, mit dieser Person zusammen zu sein, weil es in uns ein wahnsinniges Glück auslöst. Gleichzeitig aber wird auch der Serotoninspiegel gesenkt im Gehirn. Und das macht so diese Kombination, die wirklich schwierig ist, das normal zu betrachten, weil bei Zwangsgestörten, es ist fies, dass ich das jetzt sage, aber bei Zwangsgestörten ist es tatsächlich so, dass dieser Serotoninspiegel auch nach unten geht und darüber diese Obsession kommt. Ich glaube, das kennen viele. Du siehst diese Person, du denkst, wow, krass. Und irgendwie erinnert dich diese Person an irgendjemand wie bei dir, Stefan. Und du weißt ja, klar, also es gibt natürlich diese Seelenverwandtschaften, die da erkennen wir uns auf irgendeiner anderen Ebene wieder. Aber es gibt auch nicht nur diese Seelenverwandtschaften, die wir wiedererkennen, sondern es gibt halt einfach auch andere Dinge, die wir am anderen kennen, was uns eine Vertrautheit auch vermittelt. Und wenn dann zugleich dieses Dopamin ausgeschüttet wird und der Serotoninspiegel sich senkt, haben wir so richtig den Salat, weil wir an nichts anderes denken können als an diese Person. Und wir wollen bei dieser Person sein. Und jedes Mal, wenn wir dieses Gesicht sehen oder diesen, allein schon, wir denken, wir sehen die Bewegung einer Person, also unserer geliebten Person, haben wir das Gefühl, wird halt Glückshormon ausgeströmt und wir sind wie im Rausch. Und gleichzeitig passiert noch was im Gehirn. Ja, das ist jetzt viel Gehirn, aber trotzdem passiert da was. Und zwar passiert da, dass die Areale, also wir haben ganz viele verschiedene Areale im Gehirn und es gibt Areale im Gehirn, die für unser logisches Denken zuständig sind und die für eine soziale Menscheneinschätzung zuständig sind. Dummerweise ist im Zustand der Verliebtheit beides richtig, also ist die Aktivität beider oder vieler dieser Areale ziemlich im Keller. Die wird ganz schnell nach unten gefahren, sodass wir nicht auf die Idee kommen, ups, der könnte vielleicht doch nicht so toll sein. Aber keine Sorge, das ist ja auch alles sinnvoll, nämlich für unser Reproduktionssystem. Jetzt ist nicht nur unsere Biochemie im Gehirn ein bisschen neben der Spur und man vergleicht manchmal, also in der Psychologie. Ich hatte mal so einen Professor, der war echt cool. Liebe, Sex und Zärtlichkeit war das Seminar, in dem ich drin war. Und der meinte, naja, wissen Sie, alle Verliebten sind psychisch gestört. So, da merken wir halt einfach auch diese Seelenverwandtschaft und diese Überidentifikation, dass diese Person die einzig Richtige ist, hat sehr viel mit unserer Gehirnchemie auch zu tun. Und dann setzt noch ein psychologischer Faktor ein, den man Projektion nennt. Das gibt's aus der Analyse, aber es gibt auch, das ist einfach ein schlicht und ergreifender Mechanismus. Wenn, dann erkennen wir etwas und weil wir das, zum Beispiel, irgendjemand lächelt halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das erinnert uns an irgendjemand, der uns sehr vertraut, sehr nah ist. Und dann projizieren wir automatisch diese positiven Gefühle, diese positiven Eigenschaften genau in diese Person hinein. Weil wir aber genau wissen, dass es diese Person nicht ist, kommen andere Erklärungsmuster dazu, warum diese Person jetzt für uns die beste Person ist. Also deswegen hat er, oh, eine nette Erinnerung. Deswegen hat die Person vor uns auf einmal, der ist bestimmt total zuverlässig. Und die ist bestimmt total einfühlsam, weil uns irgendetwas an dieser Person daran erinnert. Es gibt auch noch einen kleinen anderen Trick unseres Gehirns, und zwar Dinge, die wir uns sehr wünschen von einem Partner, projizieren wir genau in dieser Phase auch hinein. Und das funktioniert ausnahmsweise wirklich gut, weil unser Gehirn eben nicht so zurechnungsfähig ist, unser rationales Denken nicht so gut ist und unsere soziale Einschätzung in dieser Zeit überhaupt nicht gut ist. Aber das ist ja nicht schlecht. Denn, also ihr dürft übrigens jederzeit kommentieren, wenn ihr das nicht verstanden habt, ist ganz klar. Auch immer, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Wir freuen uns über ein Hallo und wir freuen uns über Fragen und Kommentare. Genau.
Das ist allerdings überhaupt nicht schlimm, dass das alles so nicht so toll ist, denn anders würden wir uns überhaupt nicht auf andere Menschen einlassen. Weil andere Menschen, die nicht zu unserem Rudel gehören, tendenziell auch immer Gefahr bedeuten können. Das heißt, für diese Kennenlernphase und auch für das, was man Reproduktion nennt, also für Kinder kriegen, ist es unfassbar gut, dass diese Situation in unserem Gehirn existiert. Im Übrigen, kleiner Funfact, weil ich Sexpsychologin bin, das Testosteron geht in dieser Zeit bei Frauen hoch, bei Männern runter. Da leveln sich die beiden Geschlechter ziemlich gut an, weshalb dann auch die Sexualität so hochgeschraubt wird, weshalb das da auch immer so rauschhaft und so toll und so spannend ist. In dieser Phase passieren manchmal auch die ungewolltesten Kinder im Sinne von ungewollt, weil man es nicht geplant hat. Aber was das Thema Langzeitplanung betrifft, damit hat halt diese Beziehung am Anfang überhaupt nichts zu tun. Also unser Gehirn am Anfang ist nur darauf aus, dass wir überhaupt mit Leuten in Kontakt kommen und dass wir möglichst mit dieser Person auch uns vielleicht fortpflanzen, vielleicht einfach auch nur austauschen, wie auch immer. Das ist der Langzeitplan. Da brauchen wir wieder unser Gehirn dazu. Deswegen müssen wir ein bisschen warten, bis das wieder abflacht und dürfen uns auch schon, bevor wir die eine Person finden, durchaus damit auseinandersetzen, was möchte ich von der Beziehung? Und je mehr wir das dann wieder abgleichen können, desto besser können wir entscheiden, ist es jetzt die Person, mit der wir weitergehen oder auch nicht. Mhm. Ich würde noch gerne einen Aspekt hinzufügen, wenn man so gerade in dieser Ich-verliebe-mich-Phase ist, sucht man ja auch ganz bewusst nach Ähnlichkeiten. Das Gehirn ist ja auch darauf gepolt, dann nur du beendest meinen Satz und ach, du denkst das Gleiche wie ich und ach, wie toll. Und dieses Gefühl wird ja auch ausgelöst, unter anderem von den biochemischen Prozessen, die du gerade beschrieben hast. Genau. Und das ist eben auch ein Aspekt, der so leicht verwechselbar ist dann mit, ja, du bist dann mein Seelenverwandter. Nur weil ich das Gefühl habe, weil mein Gehirn mir teilweise vorgaukelt, aber eben auch, weil unsere Gehirnwellen sich aneinander angleichen und so weiter, dass wir tatsächlich die Sätze voneinander beenden können, habe ich sehr schnell, wenn ich diese Veranlagung habe, das Gefühl, ja, das ist jetzt Seelenverwandtschaft, obwohl es das überhaupt gar nicht ist. Also auf dieser spirituellen, energetischen Ebene, das tatsächlich gar nicht ist. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das könnte das sein. Genau. Der Hintergrund, warum du und ich, wir haben uns ja lange darüber unterhalten, warum du und ich denken, das könnte letztendlich nicht so der richtige Plan sein, ist nämlich folgender. Wir haben festgestellt, sowohl in deiner als auch in meiner Praxis, dass dieses Konzept von, ja, wir sind doch seelenverwandt, sehr leicht irreführen kann und sehr schnell dazu führen kann, dass man in toxischen Beziehungen bleibt, also dass man in Beziehungen bleibt, die sich nicht gut anfühlen, die vielleicht tatsächlich auch gesundheitsschädlich auf der seelischen oder vielleicht sogar körperlichen Ebene sind, mit dieser Ausrede, ja, aber wir sind doch seelenverwandt und es gibt da doch nur den einzig Richtigen. Und das kann ein Motivationspunkt sein, uns in etwas festzuhalten, was uns einfach nicht gut tut. Also das kann so eine Ausrede sein, eine Ausrede, ihr versteht, was ich damit meine, dieser Aspekt von, ich habe da einen guten Grund und ich habe da quasi den besten und größten und allumfassendsten, weil das ist ja der göttliche Plan und so weiter, Grund, um da zu bleiben. Es kann aber auch sein, dass es für mich eine Ausrede ist, um zurückzuwollen. Jetzt habe ich es geschafft, mich von meinem Partner, meiner Partnerin zu trennen, weil das Ganze wieder für sie, ihn noch nicht in irgendeiner Form gut war. Und dann bleibe ich aber verhaftet in diesem Gefühl, das war doch mein Seelenverwandter und habe das Gefühl, ich muss alles daran legen, wieder zurückzukommen oder quasi den Ex zurückzubekommen. Und das sind die Aspekte, wo du und ich halt sagen, das ist gefährlich, das ist toxisch und wo wir tatsächlich auch viel mit unseren Klienten manchmal strugglen, weil wir sie erstmal wirklich aufklären müssen, weil wir sie von diesem Gedanken ja runterholen müssen und das manchmal sehr, sehr ernüchternd sein kann. Wobei ich ja dann noch sagen kann, du pass auf einer energetischen Ebene sehe ich das gar nicht, dass ihr irgendwie seelenverwandt seid. Ja, oder ihr seid es vielleicht tatsächlich, aber dafür nicht in diesem Leben. Ihr habt euch nicht in diesem Leben für lasst uns ein Paar sein verabredet. Das heißt, ich habe da ja noch an der Stelle in meiner Praxis die Möglichkeit, das an dieser Stelle dann noch zu verargumentieren.
Aber was machst du denn dann, Claudia? Ich mache es meistens so, dass ich mir beschreiben lasse, wie die Situation tatsächlich aussieht. Und dann stelle ich Fragen, ob diese Beziehung der Person gut tut, wie die Person sich tatsächlich verhält. Meistens ist es nämlich so, dass einer der Partner sehr stark unter dieser Beziehung leidet. Der andere hat da manchmal nicht so den Drang oder nicht so den Leidensdruck oder er lebt ihn anders aus, viel konsequenter, beziehungsweise, und da können wir auf letztes Mal verweisen, der lebt es dann manchmal sehr ambivalent aus, dass er diese unsichere Bindung hat, aber halt immer wieder in die Nähe kommen will. Also dieses seltsame Bindungsmuster, wo man sich nie darauf sicher sein kann, ist er jetzt da, ist er jetzt weg, aber er kommt immer wieder oder sie kommt immer wieder, was es natürlich auch schwierig macht, sich wirklich zu verabschieden, weil die Person ja in unregelmäßigen Zeitabständen wieder zurückkommt. Und das ist ganz arg schwierig. Das nennen wir auch in der Psychologie operante Konditionierung. Und so werden wir immer wieder darauf konditioniert, die Person liebt mich ja wirklich, weil sie zurückkommt. Unterm Strich versuche ich mit den Menschen zu schauen, was hast du tatsächlich von dieser Beziehung? Weil meistens sind sie ja dann schon in dieser Langzeit, also in diesem, das Gehirn ist wieder auf Normalspur, man hat sich nur gewöhnt, das sind Gewöhnungseffekte da. Und da versuche ich mit den Menschen dann herauszuarbeiten, was willst du wirklich von der Beziehung und gleich das wirklich mit diesem Partner ab, mit dem du hinterher trauerst oder der du hinterher trauerst. Und so ist es ein bisschen ein langsamerer Prozess, aber man verabschiedet oder sie oder er verabschiedet sich so nach und nach von der Idee, dass das die einzig richtige Person ist. Häufig ist es dann so, dass dann auch so Ängste dabei sind wie, ich werde nie wieder jemanden so finden, der so toll ist wie XY. Und dann sage ich, naja, das weißt du ja nicht, weil wenn du die ganze Zeit dich auf diese eine Person fixierst, bist du nicht offen für jemand anderen. Und das ist dann halt schwierig. Und darüber versuche ich mit ganz viel Mitgefühl und mit ganz viel Geduld der Person beizustehen, sich wirklich zu verabschieden und ihr immer mehr Sicherheit zu geben, dass sie sich auch wieder auf jemand anderen einlassen kann. Und spannenderweise ist es dann häufig doch so, dass das dann ein relativ schneller Prozess ist und dann halt relativ schnell wieder jemand Neues kommen kann, der dann möglicherweise auch wieder für diesen Abschnitt sowas wie eine Seelenverwandtschaft hat oder eben auch nicht. Also was wir an der Stelle hervorheben möchten, ist, dass dieses Konzept, ob es jetzt real ist, ob man daran glaubt, ob es tatsächlich energetisch vorhanden ist in der Situation oder nicht, es ist keine Ausrede, sich nicht persönlich weiterzuentwickeln. Es ist auch kein Lebensplan, kein göttlicher Plan kann so verquer sein, dass es für dich an der Stelle sinnvoll ist, in einer Beziehung zu bleiben, die dir nicht hilft, an Sachen festzuhalten, die dir tatsächlich schaden, sei es auf der körperlichen oder seelischen, emotionalen, psychologischen Ebene. Und deswegen möchten wir einfach darauf verweisen, dass Seelenverwandtschaft ja tatsächlich manchmal ganz schön gefährlich und toxisch sein kann. Du hattest mich darauf gebracht, Claudia, dass ich nochmal ein anderes Video mache zu dem Thema, welche unterschiedlichen Konzepte gibt es denn, Soulmates und wie viele unterschiedliche Sachen gibt es denn da, Twin Flames etc. Da werde ich dann auf einer anderen Ebene nochmal wirklich nur die rein spirituelle energetische Sicht auf meinem Kanal ausspielen. Und auch da, das möchte ich nochmal unterstreichen, wenn du dich nicht gut fühlst in der Beziehung und immer noch dran hältst, weil du glaubst, es ist dein Seelenverwandter oder deine Seelenverwandte, dann überlegst dir wirklich gut, du kommst davon weg. Es ist nicht so, dass, also Seelenverwandtschaft bedeutet nicht, es ist immer super schön und super toll, das ist richtig, aber es bedeutet schon ganz und gar nicht, dass es dir schlecht geht darin. Auch Entwicklungsprozesse sind manchmal sehr hart. Das kann, glaube ich, können wir beide von uns auch behaupten, dass wir das durchhaben. Und dann sage ich trotzdem, unterm Strich muss es dich weiterbringen und darfst dich nicht zerstören. Und dieses Zerstören geht ganz sukzessive. Das merken viele erst, wenn sie wieder draußen sind. Und da kann ich einfach nur appellieren, wenn du dir nicht sicher bist, schau dir an, ob die Beziehung dir unterm Strich wirklich das gibt, was du möchtest, was du brauchst.
Und das erkennst du daran, dass du dir überlegst, naja, fühle ich mich denn wirklich geliebt? Fühle ich mich denn sicher? Fühle ich mich geborgen? Fühle ich mich gewertschätzt in dem, wer und was ich bin? Und fehlt mir was? Weil dieses fehlt mir was ist auch ein ganz wichtiger Hinweis darauf, ob diese Beziehung, ob du nochmal ins Gespräch gehen solltest oder ob diese Beziehung wirklich sich totgelaufen hat. Das gibt's ja auch. Und ich meine, Seelenverwandtschaft, da kann Karin bestimmt mehr dazu sagen, aber Seelenverwandtschaft bedeutet nicht, dass man, selbst wenn das eine Beziehung ist, bedeutet nicht bis zum Lebensende, kann auch mal nur bedeuten für 1-2 Jahre. Und dann ist es halt einfach so, dass diese Seelenverwandtschaft oder diese Verabredung sich auch, naja, erledigt hat. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, ja. Genau. Zu guter Letzt, wenn ihr da kein, also ihr könnt gerne noch Fragen stellen. Ich die ganze Zeit, ob es Kommentare gibt. Und ich mache jetzt mal so ein bisschen einen Bogen dran und ihr könnt in der Zeit die Zeit nutzen, wir haben ja immer so Zeitversatz, um dann noch Kommentare zu schreiben. Ihr dürft auch im Nachgang immer Kommentare schreiben, sowohl bei Karin auf der Seite als auch bei mir auf der Seite. Oder wenn ihr es dann auf YouTube seht, dürft ihr da auch Kommentare schreiben oder auch Fragen schreiben. Gar kein Problem, wir antworten da drauf. Ja, jederzeit. Was haben wir heute gesagt? Erstens, ja, es gibt so ein Konzept wie Seelenverwandtschaft. Wenn es dir denn passt, dass es sowas gibt. Du musst nicht dran glauben, wenn du dran glaubst, ja, wir bestärken dich darin, es gibt so etwas. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass du mit dieser Person eine lebenslange Beziehung hast. Das bedeutet noch nicht einmal, dass du eine sexuelle oder eine partnerschaftliche Beziehung mit dieser Person haben musst. Außerdem ist es auch ganz arg falsch zu glauben, dass es dann dieses The One and Only ist. Also davon kann man sich, glaube ich, bei dem Thema Seelenverwandtschaft einfach verabschieden. Würdest du es auch so sagen? Absolut. Genau. Und dann ist es immer ganz wichtig zu sehen, wenn du jemanden Neues kennst, bei dem du das Gefühl hast, boah, das ist, du bist es, ein und alles Seelenverwandte. Wahrscheinlich ist es das nicht. Denk daran, du weißt jetzt, es gibt diesen biochemischen Prozess, der dich dann voll heil macht, der dich auf der anderen Seite eben nicht wirklich einschätzbar, schätzungsfähig macht. Du weißt einfach nicht, was da gerade und wer da gerade vor dir steht. Und es gibt diese Projektionssachen, weshalb du diese Person auch noch besser, noch ähnlicher findest, als sie vielleicht möglicherweise tatsächlich ist. Und wenn du halt in einer schlechten Beziehung bist und du bist sehr da, also du glaubst sehr stark an dieses Seelenkonzept und an diesen Seelenpartnerschaftskonzept, dann schaust dir wirklich ganz gut an, ob das wirklich sich lohnt oder ob das nicht einfach aus Gewohnheit und Angst vor irgendwie was anderem, vor Alleinsein, vor nie wieder eine andere Partnerschaft haben, schaust dir wirklich ganz gut an, ob das nicht das ist, was dich in dieser Beziehung hält. Und Claudia, da passt die Frage von die wir gerade gestellt bekommen, ganz gut rein. Sind Frauen in einer toxischen Partnerschaft nicht oft die stärker darunter leiden? Was meinst du? Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass Frauen, also man, vor allen Dingen, wenn man halt immer gleich das Thema mit Gewalt und so weiter betrifft, dann weiß ich nicht, dann kann das natürlich sein, aber ich glaube nicht, dass wirklich Frauen immer stärker darunter leiden. Ich glaube, es sind auch Männer, die ganz stark darunter leiden, weil es gibt auch immer wieder die Frauen, die dann auch dieses On-Off-Spielchen machen. Und es gibt viele Männer, die sehr, 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 sehr ergebene Herzen haben, um es jetzt mal so auszudrücken, die wirklich sich hoffen und wünschen, dass es wirklich gut ist. Also nicht nur Frauen sind die Verletzlichen, Männer sind auch verletzlich. Sogar manchmal in meiner Wahrnehmung und wie ich das mitbekomme, viel, viel stärker, weil sie in manchen Punkten diese emotionale Kompetenz, darüber zu reden, das zu verarbeiten, nicht haben. Auf der anderen Seite starke Muster an Abwehrmechanismen häufig haben. Und wenn man das dann nicht spürt, dann ist es so ein Teufelskreis und dann gibt es eben irgendwo anders Probleme. Dann gibt es symptomatische Sachen, was somatisch bedeutet. Also irgendwie psychosomatische Geschichten sind dann ganz häufig da. Oder es gibt andere Ausfallserscheinungen. Karriere fällt nicht mehr so leicht. Man fühlt sich nicht mehr so glücklich und so weiter. Wenn dann solche Sachen, wenn man es nicht so direkt an der Partnerschaft festmachen möchte. Viele Männer scheuen sich davor, Schluss zu machen in solchen Situationen, genau aus der Angst heraus,
ich finde ja keine mehr. Also ich muss Claudio ein bisschen recht geben. Ich bin komplett bei dir und trotzdem und auch gebe ich Claudio ein bisschen recht. Und das hat mit den unterschiedlichen Gehirnfunktionalitäten zu tun. Also wir wissen mittlerweile, dass ein weibliches Gehirn, also ein klassisch weibliches Gehirn, auch Frauen können männlichere Gehirne haben, aber nehmen wir jetzt mal eben Frau mit weiblichem Gehirn. Das weibliche Gehirn ist auf Beziehungsaufbau, Erhalt und Harmonisierung ausgerichtet. Und zwar von ganz, ganz Anfang des Lebens aus an. Weswegen Frauen ja zum Beispiel Mimiken im Gesicht so sehr viel besser lesen können, als Männer überhaupt wahrnehmen, dass sie es gerade gemacht haben. Du hast gerade mit der Augenbraue gezuckt. Was? Nee, bitte? Ja, ich habe es genau gesehen. Ja, weil das weibliche Gehirn kann das sofort tun. Ja? Und deswegen kann es auch sein, dass Frauen an der Stelle tatsächlich von ihrer, ich nenne es jetzt mal Beziehungsprägung, neuronalen Beziehungsprägung tatsächlich mehr drin bleiben. Aber ich gebe dir an der Stelle komplett recht, wenn ein Mann mal in einer Beziehung ist und vor allem, wenn es dann eben so dieses, ja, ich habe jetzt mein Ein und Alles gefunden und ich bin wirklich verliebt oder ich liebe wirklich. Oder aber auch, es gibt ja Männer, die sehr in diesen spirituellen Konzepten manchmal hängen bleiben oder verhaftet sind, dann kann es durchaus sein, all das, was du gerade gesagt hast, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja. Und auch da nochmal, also da möchte ich noch eine kleine Ergänzung machen, wenn es in Ordnung ist. Diese männlich-weiblichen Gehirne, die überschneiden sich ziemlich stark, muss man sagen. Da gibt es ja ganz neue Forschungsergebnisse. Und ja, Frauen haben einfach einen gewissen Bias auch und das wird auch ganz unterschiedlich auch mit vererbt. Ich sehe halt einfach in meinen Klienten ganz häufig auch, die Männer sind diejenigen, die auch kämpfen, die versuchen, etwas zu verändern, die sich wirklich lange ins Zeug legen. Frauen bleiben dann teilweise wirklich eher resigniert zurück. Aber auch das sind nur Tendenzen. Und von daher glaube ich nicht, dass Frauen generell mehr leiden darunter, unter solchen toxischen Beziehungen. Denn wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dann sind es beide in der toxischen Beziehung. Und vielleicht sollten wir das Thema toxische Beziehung einfach noch ein anderes Mal aufnehmen. Genau. Wir hätten da noch so viel zu sagen. Ich glaube, das sollten wir eins. Ich schreib's mal auf. Ich schreib's mal auf die Liste auf. Schreib mal auf die Liste. Aber da schreib mal auch auf die Liste, weil da fällt mir so ein anderer Cue noch ein. Liebessucht. Sucht, geliebt zu werden und zu lieben, das hält uns auch manchmal in toxischen Beziehungen. Und hat sehr wenig mit den Seelenverwandten dann zu tun. Genau. Dann lass uns mal ein kurzes Wrap-up machen zu dem Thema Seelenverwandtschaft. Das Märchen, die Mär vom einzig Richtigen oder der einzig Richtigen. Yep. So, das Wrap-up bedeutet, ja, gibt's. Seelenverwandtschaft gibt's, bedeutet aber nicht, dass es the one and only ist, bedeutet noch nicht mal, dass wir eine sexuelle Partnerschaft eingehen müssen. Und dieses Gefühl entsteht teilweise einfach durch die Biochemie und dadurch, dass unser Gehirn darauf ausgerichtet ist, dass wir uns auf Menschen einlassen und dass es natürlich noch ganz viele Sachen gibt, die es unterstützen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist in so einer Beziehung und dir geht's nicht gut, dann könnte das einfach eine wir warnen einfach davor, dieses Konzept als Ausrede für schlechte Beziehungen, für toxische Beziehungen, für totgelaufene Beziehungen oder für irrationale Entscheidungen, die möglicherweise überhaupt nicht auf Langzeitbeziehungen basieren, zu missbrauchen oder also für sich zu missbrauchen, weil im Endeffekt schadet ihr immer euch nur alleine selber. Genau. Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ist in unser beiden Augen ein Must, wenn du ein befreites, souveränes, glückliches Leben führen möchtest. Liebesleben und generell Leben. Ja. Korrekt, genau. Okay, noch ein letzter Blick. Haben wir noch weitere Fragen? Nein, sehe ich gerade nicht. Dann verabschieden wir uns wieder. Moment, ich habe auf meiner Seite noch etwas. Ah, sehr gut. Ja. Ich war am Anfang schmerzhaft berührt, weil ich sehr sensibel bin. Ja, doch am Ende bin ich wieder froh, Single zu sein. Ja, genau. Das ist genau das, was wir eben gemeint haben. Michael hat auf meiner Seite noch kommentiert. Und genau das ist es. Also er hat da schon auch drunter gelitten. Und das ist also nicht ein rein weibliches Phänomen. Gut,
Da wir jetzt keine weiteren Kommentare und Fragen haben, wünschen wir euch jetzt noch einen aber schönen Donnerstagabend. Ja, auf jeden Fall. Wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend und bis nächste Woche. Bye, bye.